Dann herzlich willkommen zu unserem letzten Vortrag heute in diesem Raum. Und der dreht sich um Isinga und Ausblick, was wird es geben, was ist geplant und Folgendes. Ich möchte jetzt nochmal, bevor ich es nachher vergesse, darauf hinweisen, zur Abendveranstaltung geht es um 19 Uhr los und diese Teile unbedingt mitzubringen. Weil sonst kommt hier nicht rein. Dann jetzt viel Spaß. Kommt nicht rein. Können wir starten? Ja, starten wir. Lennart, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zum letzten Talk für heute in dem Raum. Um gleich keine falschen Erwartungen zu wecken, ich werde auf jeden Fall überziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das alles reinbringe. Aber das ist mir so gewohnt, habe ich gehört. Um was geht's? Isinga, ein kleiner Update. Da ist mir ganz wichtig, man sieht es ja quasi da drüben, wir sind in voller Pracht. Isinga, so viel waren wir noch nie da. Auch der Rune aus Norwegen ist gekommen. Ich bin ja nur der erzählt. Was hauptsächlich dem zu schulden ist, dass wir gesagt haben, jeder macht das, was er am besten kann. Und da erzählen kann ich ganz gut, programmieren kann ich wohl nicht so gut. Haben wir da ein bisschen ein Load Balancing erzeugt. Das heißt, ich mache die Präsentation, aber der Lob der Arbeit ist auf jeden Fall auch allen entgegenzubringen. Ja, um was geht's? Kurze Introduction, Tools, was wir so gemacht haben. Bisschen so ein Rückblick auch jetzt der letzten Releases 1.5, 1.6, die so im Plan morgen dann rausgeht und so ein bisschen, was wir uns vorgenommen haben fürs nächste Jahr. Das soll so ein bisschen der Inhalt sein, aber auch durchaus viel mit Demo und so weiter verknüpft, damit man möglichst viel zeigen kann und ich hoffe, dass ich in dem praktischen Teil nicht komplett versage und es gut darstellen kann. Wir sind so ein bisschen gewachsen, haben uns auch verändert, also es gibt auch durchaus den einen oder anderen, der nicht mehr dabei ist, wie den Christoph Maser zum Beispiel, der einfach beruflich nichts mehr damit zu tun hat und gesagt hat, gut, dann hat er auch keine Zeit mehr. Ansonsten sind wir doch ein buntes Team, international aufgestellt und an der Stelle sei nochmal zu erwähnen, wenn jemand mitmachen will bei Isinga, ist er recht herzlich eingeladen. Also wir sind eine sehr große deutsche Community, aber auch durchaus in anderen Ländern sehr aktiv und man sieht es jetzt auch, dass wie gesagt auch der Rune, ich sage jetzt nicht nochmal Österreich, da habe ich vorhin schon mal einen Anschluss gekriegt, aber auch das ist ja nicht Deutschland, international unterwegs sind. So ein bisschen was zu Isinga, also seit 2009 gibt es uns jetzt. Wir haben um die 128.000 Downloads auf SourceForge. Mir geht es jetzt weniger um die Zahl an sich. Ich will aber einfach nur sagen, wir sind schon lange aus den Kinderschuhen raus. Es gibt ganz viele, ich habe es vorhin beim Vortrag im Tom gesehen, die Isinga einsetzen, auch von Ihnen, denke ich mal. Und von daher ist es auf jeden Fall ein Projekt, was man sehr, sehr gut einsetzen kann. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Also die Linie geht nach wie vor nach oben. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und ja, die Tendenz ist auf jeden Fall, wir blicken gut in die Zukunft. Wir haben uns, das habe ich letztes Mal sehr detaillierter dargestellt, das mache ich heute nicht mehr so, in vielen Teams aufgeteilt. Einfach deswegen nochmal wichtig zu sagen, es dreht nicht jeder an jeder Schraube. Denn also wir haben uns durchaus im Core, Web, Reporting, Marketing letztendlich auch oder Q&A sind unterschiedliche Leute am Drücker. Was einfach damit zusammenhängt, dass wenn wir irgendwann Bottleneck haben, jemand hat keine Zeit, Lust oder sonst was, dass nicht gleich das ganze Projekt zusammenbricht und wir bringen nichts mehr durch die Tür, sondern einfach, dass möglichst viele Leute was machen. Wie es auch im Open Source immer so ist, gibt es halt auch Leute, die machen weniger und andere, die machen mehr. Das muss man auch klar sagen. Der Michael, das sollen wir durchaus mal erwähnen, das ist unser absoluter Mitarbeiter des Monats im Forum. Also keiner hat so viele Posts im Nagus-Portal wie der Michi. Ich glaube, so ungefähr 800 am Tag ungefähr. Also jetzt überschlagen, grob. Ja, vielleicht auch 750. Also der ist schon sehr fleißig und da geht wirklich schon einiges. Wir haben auch einen Store, da kann man sich so T-Shirts kaufen. Also ich kann sagen, XXL fällt nicht so groß aus, meins passt mir nicht. Von daher habe ich nochmal auf das alte zurückgegriffen, aber wer das kaufen will, das wird natürlich rein in Pizza investiert. Jetzt zur Weihnachtszeit ist da einiges los, also man sieht das, ich fahre jetzt da den Stapler und also da läuft einiges. Wie sind wir organisatorisch aufgestellt? Also es gibt so Isinga Quality Testing oben drüber über alles. Wir versuchen wirklich auf allen Medien auch aktiv zu sein, Konferenzen zu machen, engagieren uns da recht stark, waren auch auf der CeBIT dieses Jahr, versuchen das auch nächstes Jahr wieder zu machen. Und unten drunter sind quasi die technischen Abteilungen. Da hat sich so ein bisschen was verändert. Wir haben dieses Isinga API, was wir mal hatten, an sich ausradiert als Subprojekt. Das ist quasi mit Doctrine als Datenbank-Layer in das Isinga Web-Projekt eingeflossen. Also diesen API-Teil PHP Native, den gibt es an sich nicht mehr. Das Isinga Core ist ein bisschen gewachsen, da ist das Thema Isinga MQ mit reingekommen, da sprechen wir später ein bisschen drüber, IDEO Utils und das Thema NRPE, NSCA, da muss man mal gucken, wie es da weitergeht.
Und Async Web ist letztendlich auch noch Teil des MOBA mit dazu. Ich glaube, da ist für die Version nicht so sonderlich viel passiert. Da haben wir schon, das haben wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Mal gucken, wenn wir da ein bisschen mehr Gas geben. Und nicht zu vergessen, die Doku. Jetzt dabei bist, fällt mir auf, dass der Wolfgang nicht da sitzt. Wo ist der Wolfgang? Du bist der Wolfgang, der flacht fleißig Doku. Der muss jetzt vielleicht einfach mal einen dicken Applaus, weil Doku ist wirklich eine Scheißarbeit. Und der macht das so gut. Und er macht es für 40 Open-Source-Projekte, glaube ich. Also für PNP, für NACWIS. Chapeau, Wolfgang. Vielen Dank dafür. Ja, und die Singer Reports gibt es auch. Da habe ich mal einige Zeit lang was gemacht. Da macht sehr, sehr viel der Michael. Der erzählt ja morgen auch nochmal was über Reporting. Und da geht es also auch gut weiter. So ein bisschen Isinga versus Nagios, wobei wir nicht darauf wollen zu sagen, Nagios ist schlecht, das ist nicht die Idee. Wir wollen schon aber sagen, dass wir besser sind. Ganz klar kann man sagen, in dem Bereich Datenbank-Support ist viel passiert. Da gibt es natürlich sicherlich auch noch Hausaufgaben, die man machen müssen in Bezug auf Performance, Datenbankmodell und so weiter. Aber ganz klar kann man sagen, dass die IDO einfach heute viel, viel besser in Schuss ist als die NDO. Also wer Datenbank braucht, wird damit sicher besser. Es gibt ganz, ganz viele Bugfixes, die in Nagios nicht mehr drin sind. Ich kann auch jetzt gar nicht im Detail sagen, warum, aber sie fehlen. Und da ich zugegeben an wegen Stelle bin und sage, ja, alles, hat sich der Michael mal die Arbeit gemacht und hat die auch unter dieser URL mal zusammengestellt. Und er hat wirklich jeden Bug bei Nagios rausgenommen, bei Isinga letztendlich markiert im Wiki und dargestellt. Und es ist wirklich so, dass es einfach ganz viele Bugfixes in Nagios nicht gibt. Und letztendlich weiß ich es nicht, warum, weil es nicht interessant genug ist oder weil man keine Zeit hat. Aber das ist letztendlich was denke ich, für Isinga spricht. Und da muss ich sagen, da möchte ich auch ganz klar Werbung fürs Projekt machen. Selbst wenn jemand sagt, ja, Reporting brauche ich nicht und Isinga Web gefällt mir auch nicht und Mobile brauche ich eigentlich auch nicht. Aber der Core ist letztendlich wirklich der Core, der näher dran ist, der mehr Bugfixes hat und der, denke ich, auch der bessere ist. Also warum einfach nicht mit Isinga ausprobieren und wenn es dann nur Isinga Core ist mit den CGIs. Wir haben viel in dem Webinterface gemacht, da ist der Ricardo immer wieder fleißig dran, was zu tun, da zeige ich ein bisschen was. Wir haben sehr, sehr viel in Richtung SLA gemacht, da gibt es auch mit 1.6 nochmal eine große Änderung und wir sind natürlich mit allem kompatibel, klar. Also alles, was mit Nagios geht, geht eigentlich auch mit Isinga. Und wir haben eine Roadmap für nächstes Jahr. Wir haben uns nur 3 Versionen für nächstes Jahr draufgepackt. Wir wollen vielleicht ein bisschen weniger Versionen machen, dafür die umso besser. Die stehen auch fest. Die Termine kann ich dann später auch mal sagen, wann wir die haben. Und aktiv sind wir natürlich auch wie Hölle, klar. Wie sieht es aus? Zurzeit, die Architektur hat sich so ein bisschen was verändert. Wir haben den Isinga Core natürlich auf der linken Seite mit den IDU-Tils, die wir aus 2 Gründen brauchen. Zum einen, weil wir sie als Basis fürs Reporting sehen, das heißt, alles, was in Richtung SLA-Reporting geht, Verfügbarkeiten, werden wir in der Datenbank machen oder machen wir in der Datenbank und das Webinterface setzt letztendlich drauf auf. Ist schon so weit jetzt? So schlimm war es doch nicht. Also mir gefällt's. It was a Swedish guy. Michael? I am responsible. Developing NS Client Plus Plus and problems with the light. Yeah, that's the right one. Yeah. Thank you. We'll talk about that later. Okay. Wo war ich? Ja, Isinga Reporting, Datenbank. Brauchen wir auf jeden Fall vorne noch. Abstraktionslayer, da greifen wir einfach drauf zu. Postgres, Oracle, MySQL sind die Datenbanken, die wir da unterstützen. Jetzt komme ich so ein bisschen zu den News. Was gibt's Neues? Es gibt mit 1.6 Acknowledgement with Expiry Time. Also das heißt, man kann für eine ganz bestimmte Zeit Probleme acknowledgen und die laufen dann wieder aus. Ich hoffe, dass ich das dann auch mal zeigen kann. Es gibt schon seit der 1.4 ein Dual-Stacked IPv6 Support. Es gibt viele Möglichkeiten, mehr zu loggen, sei es sowohl das Debugging, aber dann auch in die andere Richtung, die Logs sich wieder anzuschauen im Classic UI. Es gibt Object Configuration für Modules, das heißt, NAP-Module dazu zu konfigurieren, geht letztendlich mit einer normalen Object Definition, wie auch für einen Host und Service, auch das werde ich später nochmal zeigen. Es gibt die Möglichkeit, Notifications für Stalked Hosts und Services jetzt zu machen, das ist mit der 1.6 jetzt reingekommen. Ich habe es mir vorhin erklären lassen, weil ich ehrlich gesagt habe ich es auch nicht genau verstanden. Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Es geht quasi darum, wenn ein Host in einem selben Status verbleibt, aber sich der Output immer wieder ändert. Zum Beispiel ein Gerät, was mit SNMP immer wieder einen Trap schickt oder sonst was und der Status ist immer okay, aber der Output ändert sich, dann gab es bisher einfach keine Möglichkeit, trotzdem darauf zu notifizieren.
Und das hat sich jetzt eben mit der 1.6 geändert, das kann man einfach auch machen. Es gibt einen relativ großen Bug in der aktuellen Version, in der 3.3.1 von Nagios, dass Path-Daten, die Empty Results haben, also Performance-Daten, die rausgespult und es sind keine Performance-Daten drin, nicht sauber übertragen werden. Das heißt, wer sowas wie OCSP Sweeper oder sowas verwendet, hat ein Problem, weil diese Daten nicht übertragen werden. Und das ist auch ein Problem, was wir hatten, was jetzt gefixt ist, auch in der Version. Das heißt, dass auch Performance-Daten mit leeren Ergebnissen trotzdem die Statusinformationen richtig übertragen werden. Und in Richtung Performance ist ein bisschen was passiert. Im Detail macht es, glaube ich, jetzt gar keinen Sinn, das zu erklären. Man kann es detailliert nachlesen, auch im Changelog steht es drin. Da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Es gibt die Möglichkeit, Blocking Outages zu acknowledgen, heißt, wenn man Dependencies hat und ein Switch zum Beispiel ausgefallen ist, dass ich mit einem Klick alle Dependent Hosts und Services acknowledgen kann. Auch das kann ich dann in der Demo mal zeigen. Es gibt eine ziemlich ausgebuffte Suche, da hat sich der Ricardo zu schaffen gemacht. Ich habe vorhin auch was gefunden, also man kann jetzt mit Regex und Wildcard in den CGIs sich vergnügen. Viel in der Navigation ist passiert, also an den CGIs ist es wirklich sehr stark weitergegangen, auch Data Export. Und jetzt ohne die einzelnen Punkte rauszufieseln, da steht in den Changelogs noch mehr, ist einfach die wichtige Message, wir machen die CGIs natürlich weiter. Also die sind ein ganz strategischer Teil, auch von Isinga nach wie vor. Wir wollen die auch nicht irgendwie liegen lassen und nur noch rechts weiterentwickeln, sondern es geht mit beiden Seiten weiter, weil wir einfach beides auch für wichtig halten. IDEO-Utils ist viel passiert. Es ist ein bisschen was mit Timezone, da gab es so einige Probleme, in verschiedenen Zeitzonen mit der Datenbank zu arbeiten. In Oracle-Richtung ist viel passiert, auch dass wir jetzt einen DB-Check haben, passt auch die Datenbank zur Version von Isinga. Und auch in dem Housekeeping-Prozess ist ein bisschen was passiert, damit es einfach auch, wenn viele Daten reinkommen, vernünftiger läuft. Wo besonders viel Arbeit reingeflossen ist, ist jetzt auch mit der 1.6, allerdings defaultmäßig deaktiviert, ist, wir haben das Datenmodell erweitert von den IDOs, von der IDO, um einfach mit Events aus SLA-Gesichtspunkten besser umzugehen. Wir haben heuer auch in dem Nagios-Workshop, wo wir waren, so ein bisschen die Diskussion gehabt, was letztendlich heute die IDO oder auch NDO macht, ist, wenn ein Critical Event kommt, setzt die den quasi einfach in die Datenbank und es gibt eine Zeitscheibe, die ist da. Was aber nicht passiert, ist eine Korrelation mit anderen Rahmenbedingungen, die zu dem Zeitpunkt in dem System noch da sind. Zum Beispiel, ist das System denn gerade in Downtime, ist es acknowledged? Also diese ganzen Abhängigkeiten, die es noch gibt, die nachträglich auch wichtig sind, um zum Beispiel einen Report zu erstellen und sagen, ich möchte nur dann auch meine Verfügbarkeit beeinträchtigt haben, wenn ein Gerät auch nicht in der Downtime war zum Beispiel, dann gibt es keine Möglichkeit, die zu korrelieren. Und genau das ist jetzt passiert. In diesen zusätzlichen Tabellen wird ein Event quasi in dem Moment, wo er entsteht, gleich gestückelt, wird geguckt, was für Abhängigkeiten gibt es noch, um dann einen sauberen SLA-Eintrag in der Datenbank zu haben. Das ist soweit drin, ist aber nicht aktiviert. Es gibt eine Config-Option dafür, aber funktionieren tut es auf jeden Fall. Und es gibt auch im Web-Interface eine Möglichkeit, sich genau diese Verfügbarkeit über einen Zeitraum von der Woche, von einem Monat oder auch von einem Jahr anzeigen zu lassen. Und das geht eben durch das Datenmodell relativ schnell. Ja, Dokumentation. Jetzt würde eine sagen, ja, kriegt man vielleicht live nicht so mit, aber für uns ist es ganz wichtig. Die ein oder anderen tun sich bei uns auch mit Doku hat. Das heißt, wir werden dann immer geprügelt kurz vor Release, dass wir die Doku pünktlich nachliefern. Da ist wieder sehr, sehr viel rein passiert. Die ganzen Filter für die CGI sind jetzt mal ordentlich nachdokumentiert worden. Auch in dem Wiki, also es gibt den wiki.isinga.org. Ich glaube, irgendwo steht es nochmal unten, genau. Da sind wahnsinnig viele Guidelines und Dinge, die einem auch helfen, wenn man Nagios hat. Also durchaus ganz viel allgemeingültige Sachen. Da ist einfach viel Know-how, fließt rein in Dokumentation, um das einfach besser zu machen, um die Community da mehr an Bord zu holen. Und da lohnt sich auf jeden Fall mal der Blick tiefer rein. Ja, Reporting. Reporting ist im Isinga Web integriert seit der 1.5.1. Der Oliver Jan hat es auch vorhin mal gezeigt. Wir haben quasi diesen Jasper-Server, der für uns früher erstmal so eine Insel war. Das heißt, man konnte seine Reports mit dem iReport bauen oder das Template-Set, was wir mitliefern, einspielen und hatte dann quasi die Möglichkeit, die Reports sich dort anzuzeigen. Und Problem war bisher, dass man quasi auf ein zweites Web-Interface musste oder dann mit dem Scheduler sich in irgendeiner Form die Reports zuschicken musste. Und das ist letztendlich verbunden worden. Das heißt, dieser Jasper-Server hat eine SOAP-Schnittstelle und an genau die gehen wir ran und haben das als Modul in Isinga Web integriert, sodass man zur Report-Erzeugung oder auch zum Schedulen von einem Job das Web-Interface nicht mehr verlassen müssen. Und eine Zeile, die runtergerutscht ist, natürlich diese Datenbank-API jetzt mit der 1.5.
Da gab es dann noch ein bisschen Probleme. Dann gab es, glaube ich, die 1.5.1 relativ kurz hinterher. Und das ist jetzt eigentlich auch auf einem ganz guten Stand, dass wir das soweit auf diesem Doctrine-Layer haben. Jetzt noch eine Slide und dann gibt es Demo. Isinga Web ist auch viel passiert. Wir haben eine neue Sicht gebaut. Wir haben denn mal den Namen Tackle gegeben, dass man ein Problem tackeln kann oder so, footballmäßig oder keine Ahnung. Das ist das, was Google Translate vielleicht damals ausgegeben hat. Die Idee dahinter, und man sieht es dann in der Demo, ist einfach so ein bisschen eine andere Sicht auf Daten zu bekommen, also auf Probleme mit diesen Tabs, die wir natürlich weiterhin haben, auch in dem Isinga Web, aber auch eine andere Eingrenzung zu haben, mit Problemen zu arbeiten. Das schauen wir uns dann einfach live an. Das ist jetzt ein Additional Cronk-Modul in Isinga Web, also das ist da, alle anderen sind auch noch da. Das ist mit Sicherheit, würde ich jetzt mal sagen, nicht rock solid, also da gibt es noch Bedarf, da gibt es an der einen Stelle auch noch Dinge, die quietschen, aber es ist einfach mal was, auch zu probieren. Wir wollen auch das Feedback einsammeln, also wir wollen einfach auch mitkriegen, geht es in die richtige Richtung, ist das, was der Administrator braucht, nützt es ihm oder müsste man vielleicht einfach was anderes machen. Und das User-Management ist überarbeitet worden, die Backend-Dialoge in dem Isinga Web, die waren teilweise schon ein bisschen hakelig, wenn man mit mehreren Privileges und Custom-Variablen User und Gruppen zuordnen wollte, und da ist eben auch viel Arbeit passiert, um das ein bisschen aufzuräumen. Aber Demos sagen mehr als 1000 Worte. Wie sieht es aus? Gar nichts. Das ist jetzt quasi mal das klassische Interface. Die URL wird von außen übrigens nicht erreichbar sein, auf die bin ich besonders stolz. Die habe ich mir selbst ausgedacht. Man sieht, es ist ein bisschen irgendwie zusammengedampft, aber es liegt jetzt wahrscheinlich an der Auflösung. Isinga Classic optisch, denke ich mal, ähnlich zu den Vorgängerversionen, wo sich ganz viel getan hat, ist eben zum Beispiel die Suche, dass ich Host-Services vollkommen willkürlich suchen kann. Das heißt, ich gebe irgendwas ein. Viele, die mit dem klassischen Interface arbeiten, werden das mit Sicherheit vermissen und auch lieben, dass sie das Feature jetzt haben. Das heißt, man kann einfach Host-Services eingeben und die suchen. Ich weiß nicht, was da mit Reg-Expression noch irgendwie geht. Ricardo nickt, läuft. Also auf jeden Fall cool. Wenn ich das jetzt nochmal ganz kurz zusammen, das ist jetzt nur mein Fazit, ja, mit Zwischenzusammenfassung mal machen. Also dreimal besser als zuvor. Okay, also da, wer die Regex zusammenbringt, der kommt da auf jeden Fall weiter. Was gibt's noch? Ich suche es jetzt hier, weil ich es leider nicht klonen kann. Diese Outages, ich hatte vorhin drüber gesprochen, das heißt Network Outages zu haben. Ich habe einen Switch, der zum Beispiel ausgefallen ist, und sehe sofort, wie viel Dependent-Objekte gibt es, wie viele Hosts, wie viele Services hängen an dem Switch, und kann jetzt hier, wenn ich meine Dependencies gepflegt habe, die alle acknowledgen. Das heißt, ich kann sagen, ich habe einen Netzwerkausfall, kann sofort mit einem Command alle Dependent-Objekte acknowledgen. Ich denke, dass eine das in dem klassischen Arbeiten mit so einem Tool wahnsinnig weiterhilft. Sorry? Soll ich alles geben? Ich probiere es mal. Use expire time, wann das Acknowledge quasi wieder vergessen geht, das ist das dann Acknowledgement with expire time, was sagen wir dann? 17:19 Uhr, ich brauche noch circa 2 Stunden, machen wir mal 20:19 Uhr. Ah ja, Command. Ich hoffe, das geht jetzt alles. Ja. Was sagt er jetzt? Pending? Ja gut, das liegt wohl an dem Check. Also ich habe es gemacht, er hat es bestimmt auch gemacht. Ansonsten sind es viele, viele Kleinigkeiten. Man hat jetzt durchgängig die Möglichkeit, Daten zu exportieren, CSV, JSON oder auf die Seite zu linken. Also wenn man Datenexport direkt auf die CGIs machen will, um zum Beispiel auch zu reporten. Also auch das geht. Man kann letztendlich auch den CSV-Export als Link in einem iReport einbinden und auf CSV-Daten reporten. Wenn ich sage, ich habe keine Datenbank und die möchte ich aus irgendeinem Grund nicht, kann ich mit iReport direkt auf diese CSV-URL verweisen, lese mir die rein und kann dann
zumindest sowas wie ein Verfügbarkeitsgrafen würde ich jetzt mal übertrieben nennen, aber sowas wie eine Ampel machen, um sowas wie einen Morning Report zu erzeugen, geht also auch, wenn man mit Jasper auf so eine CSV-Datei klickt, ohne Probleme. Okay, dann verlassen wir mal das Classic und melden uns da an. Mit dem Banner, wenn wir noch, da kämpfen wir gerade noch, wie wir das genau machen. Aber zumindest kann man den Namen nicht übersehen. Ich melde mich da mal an. Jetzt ist natürlich schon wieder was passiert, weil der andere wahrscheinlich auch zugange waren. Jetzt haben wir meine ganzen Demo-Case zerstört. Fupp. Fupp. Ja, also. Für alle, die es kennen, vielleicht nicht so viel Neues, was man sieht, dass diese Suchbox hier fehlt. Wir haben die Suchbox so ein bisschen nach oben verlagert, ob sie jetzt genau in dem oberen Eck bleiben wird. Man muss da nicht klicken, sondern man kann auch mit Keystroke die aufmachen. Wir wollten einfach nur oben so ein bisschen mehr Platz gewinnen für Informationen. Das heißt, man kann auch mit Steuerung Alt die Suchbox aufmachen. Vielleicht kommt sie auch in die Leiste oben rein. Wir wollen aber hier quasi nicht ein Drittel des Displays verschwenden für diese Suchbox. Also einfach das ein bisschen... Ja, einfach mehr Statusinformationen da reinzukriegen, auch mehr Informationen, die wir aus der Datenbank haben sollen, da oben an der Stelle noch mit rein. Was so ein bisschen dazugekommen ist, ich glaube mit der 1.4, dass man auch den Status von anderen Asynga-Servern sieht. Das heißt, wenn man mehrere Server in einem Webinterface verwaltet, auch zu sehen, leben die, sind die aktiv, kommt da was? Ist auch was, was damit gekommen ist. Suche kann natürlich auch sowas wie Wildcards und so weiter machen. Klar, also Host Services, den Status zu zeigen, auf den Status drauf, ist kein Problem. An Elementen ist es relativ ähnlich geblieben. Wir haben die klassischen Suchen, wir können sortieren, gruppieren. Das wollte ich jetzt zum Beispiel nicht, aber gruppieren will ich. Das heißt, wir können Services zusammenfassen. Da hat sich vom Prinzip nichts geändert. Da ist ein bisschen was in Performance auch passiert. Das, was der Tom auch vorhin angesprochen hat, dass das Session-Handling wieder in der Datenbank liegt, um einfach mit dem Interface schneller zu arbeiten. Auch wenn man sehr, sehr viele Daten drin hat. Ich kann mir sowas Long-Output angucken. Ich denke, das sind alles so die bekannten Features. Läuft an der Stelle auch recht rund. Was neu ist, ist diese Tackle-View. Ich hatte es vorhin kurz angekündigt. Der Gedanke dahinter ist, Host und Services in einem Tab quasi zu haben und nicht mehr mit den Tabs springen zu müssen, sondern so die klassischen Probleme in einer Sicht zu haben. Auch vorneweg, es ist noch nicht ganz rund, das muss man sagen, weil ein paar Ungereimtheiten sind noch da. Aber ich denke, der Hintergrund wird relativ schnell klar. Das eine ist, ich kann Host hier oben wählen, ich kann dann auch letztendlich mit der Tastatur hin und her springen. Ich sehe sofort alle relevanten Informationen zu dem Host. Ich sehe Comments, ich sehe Commands, die ich dazu absetzen kann. Ich sehe aber auch Relations. Das heißt, ich sehe zum Beispiel, wer ist als Kontakt, wer steht dahinter, welche Custom Variables sind dahinter, zum Beispiel welche Rack-Nummer, wem gehört das, also alle Informationen zu einem Objekt an einer Stelle zu haben. Ich kann mir hier entsprechend auch die Services aufblenden und kann jetzt hier zum Beispiel auch auf den Service gehen und sehe genauso die Relations dafür, wer dahinter hängt, kann Comments vergeben. Ich glaube, ich habe leider keinen einzigen, wo Comments drin liegen. Something I don't want to do. But that makes me nothing. Okay. Ich suche jetzt mal einen. Ich glaube, ich habe keinen Comment schlichtweg bei keinem Service gesetzt im Moment. Aber ist egal. Aber ich denke, man kann eine Vorstellung entwickeln. Also es geht darum, alle Hosts zusammen zu haben. Ich klappe auf, sehe die Services, die drunter sind. Kann das natürlich auch filtern, sagen, ich möchte eben nur die sehen, die down sind. Also das heißt, ich kann einfach Quickfilter machen. Jetzt sind alle an. Only show open problems, das heißt, ich sehe wirklich nur die, die mir gerade Kummer machen. Auch da gibt es leider keine Comments, aber auch hier in den Relations sehe ich immer, wer ist daran beteiligt, wer macht Comments, um das alles in einer Sicht zu haben. Was man machen kann, sind Batch-Comments. Das heißt, ich kann jetzt auf dieser Sicht sagen, ich möchte allen Hosts oder Services, je nachdem für was ich mich entscheide, ein Kommando übermitteln, möchte den in irgendeiner Form in einen Status setzen. Ich kann sagen, alle, die Warnings sind, nehmen wir das mir mal raus,
kann auch einen Host-Filter setzen, mit denen mache ich irgendwas. Also jetzt haben wir Hosts und kann sagen, Remove Command, Reschedule Check. Das heißt, ich kann in einer Sicht mir alle zusammen suchen, die ich gerade brauche, mit denen, denen ich Fehler habe, weil normal, wenn ich 20.000 Services habe, interessieren mich eben nur die, die gerade Ärger machen, suchen mir die raus und kann dann den Balk und Kommando an die schicken. Frage? Regular Expressions in der Suche möglich? Wildcards. Okay. Jetzt muss ich noch den einen Host finden. Welcher war das, den wir genommen haben? Ah, der da? Ich muss jetzt den Windows... Ein Windows-Switch. Ja, man lässt vermuten, wie es mit der Verfügbarkeit ausschaut. Ja, ist kein Geheimnis. Da sieht es nicht so gut aus. Und das ist die Idee dahinter. Der ist jetzt deswegen nicht, weil die anderen, weil es getürkte Daten sind, sondern es ist einer, wo die Kuchengrafik einigermaßen gut ausschaut. Also die Idee dahinter ist, das kommt jetzt wirklich jetzt aus der Datenbank, das kommt aus dem neuen Teil des Datenbankmodells, das wir quasi bei jedem Change-Event mitschreiben und so können wir sofort für den letzten Monat, für das Jahr oder auch gesamt eine Verfügbarkeit ermitteln. Das heißt, du kannst zu jedem Service, zu jedem Host reingehen und sagen, wie war die Verfügbarkeit im letzten Intervall, gehst drauf, sagst 77,798%. Und jeder, der sich bisher da mal versucht hat, das in der Datenbank zu machen, das ist ein SQL-Statement mit 50 Zeilen, ein paar Unions und viel Schmerzen. Das geht einfach so einfach nicht. Jawohl. Wird das für Host Groups gehen? Vom Prinzip ja. Ich weiß nicht, ob es die in die Oberfläche, würde ich mal sagen, gibt es nicht her, Stand heute. Ich würde jetzt auch mal sagen, theoretisch ist es kein Problem. Man würde einfach dann die Verfügbarkeit der Einzelhosts, die drunter sind, zusammen korrelieren. Aber die Information ist auf jeden Fall da. Aber den Teil im Interface gibt es zugegeben noch nicht. Weil die Verfügbarkeit liegt immer dem Service- oder Host-Element zugrunde. Aber ich sage mal, die zusammen zu aggregieren und dann nochmal zusammenzuschmeißen, ist, denke ich, kein Thema. Also es funktioniert auch auf den anderen Hosts. Aber wie gesagt, das ist der Management SLA 100%. Geht durchaus, aber einfach, das, um das sichtbar zu machen. Da gibt es an der einen Stelle vielleicht noch ein bisschen Feinschliff zu tun, aber darauf wollen wir auf jeden Fall raus. Die Möglichkeit ist auch im Webinterface im Moment optional, weil natürlich auch die Datenhaltung entsprechendes hergeben muss. Das heißt, Stand heute, wenn Sie es installieren 1.6, wird es nicht aktiviert sein. Sie müssen es aktivieren, dann im Webinterface aktivieren, dann können Sie es haben. Aber ich denke mal, für die Zukunft und auch für die nächsten Releases wollen wir das einfach mehr ausbauen. Dass es da besser zusammengeht und wir einfach mehr in einem Fenster haben. Vor allem aus diesen Relations verspreche ich mir relativ viel für Leute, die doch sehr, sehr viele Elemente verwalten, wo sie im Detail eigentlich gar nicht wissen, wer wird jetzt notifiziert, was macht das genau, um da sofort den Rückgriff zu kriegen, wer wird notifiziert und so weiter. Ich denke, das hilft auf jeden Fall. Ja. Nein, also für die SLA-Tabellen kommen nur Tabellen dazu. Also die alten Singer State History zum Beispiel, wo die Events verwaltet werden, die bleiben gleich und es kommen 4 oder 5 Tabellen. Muss ich jetzt passen? Eine? Gut geraten. Verdammt, ich habe es probiert. Es kommen eine Tabelle dazu und da steht alles drin. Also in der einen Tabelle werden quasi dann die Einzelevents zerstückt und werden dann reingeschrieben. Aber es wird dann das bestehende Datenmodell bleibt da. Was wohl nicht geht, ist quasi die historischen Events umzuarbeiten. Das heißt, alle Events, die schon passiert sind, jetzt nochmal umzulegen, ist denkbar schwierig, weil man gar nicht die ganze Korrelation in irgendeiner Form erzeugen kann. Da, also vielleicht noch abschließend zu dieser Tackle View, da wir uns einfach absolut wichtig, ein Feedback zu bekommen. Also geht es in die richtige Richtung? Was wünscht man sich da rein? Ich denke, das hilft jedem weiter, damit er nicht mit 20 Tabs arbeiten muss, damit er viel in einem Dialog kriegt, auch mit vielen zu arbeiten, aber einfach auch schreiben. Also sei es auf die Mailinglist oder Feedback ist Singer, Twitter, ein YouTube-Video drehen oder irgendwas, aber auf jeden Fall Feedback geben, wie man es besser machen kann, weil das ist letztendlich das, was uns auch antreibt und wir manchmal es vielleicht einfach auch nicht besser wissen. Wir machen es halt so, wie wir es uns denken, dass es sinnvoll ist, aber da wollen wir auf jeden Fall auch den Unterschied machen und sagen, wenn jemand eine gute Idee hat, wir wollen es schnell umsetzen und auch möglichst schnell wirklich auch releasen und auch zeigen, dass man es machen kann. Reporting, ich hatte es kurz angesprochen, Reporting-Integration seit 1.5 mit drin. Das heißt,
wir haben hier eine Verbindung mit den Reporting-Templates, die geladen sind. Die kommen jetzt alle mit, das heißt das Report-Package, Sie müssen sich in Jasper installieren. Vielleicht so als Hinweis, da hat sich ein bisschen was verändert. Jasper bringt seit der Version 4.2, bauen die auf Postgres. Die haben MySQL als eigene Datenbank rausgeschmissen. Da hat sich auch in der Installation ein bisschen was verändert. Aber der Michael hat ein Paket gebaut mit Configure, Make, Make, Install, wie man es gewöhnt ist, der dann alles installiert. Aber für die Longtime-Jasper-User ist das so ein bisschen eine starke Änderung. Die haben wirklich von einer Version auf die andere einfach MySQL rausgeschmissen. Und wenn man das verwenden will, muss man eben dann die JDBC-Treiber per Hand installieren. Man kann nach wie vor natürlich weiter gegen die MySQL reporten. Also das ist kein Problem, nur die eigentlichen Nutzinformationen werden in der Postgres gehalten. Ich wiederhole nochmal die Frage für das Streaming, ob die Jasper-Version wichtig ist. Also gebunden sind wir an das SOAP-Interface von dem Jasper, das sich, glaube ich, seit der 4.0 nicht geändert hat. Da gab es den letzten Major-Update, soviel ich weiß, und an dem hängen wir. Aber mit den letzten Versionen, die gekommen sind, hat sich, glaube ich, auch nichts verändert. Könnte sein, dass Jasper irgendwann sagt, wir schmeißen unser SOAP-Interface über den Haufen. Dann müsste man dementsprechend natürlich auch wieder nachziehen. Also die Verbindung gibt es an der Stelle. Da vielleicht doch für jeden, der den Jasper auch verwendet, man kann ganz, ganz leicht programmatisch an diesen Jasper-Server ran. Also man kann auch über eine HTTP-URL sich einen Report abziehen über WGET oder sonst was. Man muss das Webinterface nicht zwangsläufig benutzen, sondern es gibt eine gute Möglichkeit, an den Jasper mit irgendeinem Code einen XML-Request hinzumachen und sich einen Report abzuholen. Das ist sehr, sehr einfach. Hier sehen wir auf jeden Fall die Reports. Ich führe jetzt mal einen aus. Haben wir einen Hostgruppen-Report? Startende. Ich gehe mal in die Vergangenheit, weil ich nicht wirklich weiß, wann die letzten Daten da waren. Today. Fupp. Keep. Wo geht es auf? Da geht es auf. Moment. Die leichteste Änderung, nämlich Ihr Firmenlogo reinzustecken, dauert 5 Minuten mit iReport. Ist wirklich kein Problem. Also einfach das als Basis verwenden, die Hostgruppe reporten, kann man die Frage Hostgruppenverfügbarkeit, kann man heute schon nehmen. Steckt sein Logo oben rein, fertig. Kann den Schedule auch anlegen über das Webinterface, auch das geht. Das heißt, ich kann auch gleich einen Job definieren und sagen, ich nehme einen bestimmten Report, Hostgruppe Availability, Schedule Job, richte den Job ein, sage jeden Montag, schicke das PDF an die E-Mail-Adresse, dann bekommt der Teamleiter oder wer auch immer es haben möchte, den Report, fertig ist die Sache. Also ich denke, das bringt eine wahnsinnige Zeitersparnis. Ich weiß auch, dass für einen oder anderen genau der Report, den er braucht, nicht dabei sein soll. Aber da muss man sich einfach hinsetzen, den Report machen. Also Reporting kriegt man einfach nicht geschenkt, das ist eine Illusion. Wer einen guten Report haben will, der muss da richtig Zeit investieren. Somit kostet es auch Geld, aber nur dann macht Reporting auch Sinn. Also das muss man im Zweifelsfall einfach auch seinem Chef verklickern, dass wir reporten alles, machen es das mal, reporten es alle Service-Status der letzten 50 Jahre raus, geben ihm 400 Seiten PDF und sag, schaust du mal durch, dann meldest dich wieder. Das nächste Mal wird er dir mehr Zeit geben, sich den Report anzuschauen. Also da muss man einfach ein bisschen Zeit investieren. Immer. Absolut, ja. Also die Reports, die jetzt alle da sind, arbeiten auf dem bestehenden IDO-Modell, so wie es ist. In Zukunft, wenn wir sich sicherlich überlegen müssen, wie weit man auch dann Reports macht, die einfach eine bessere Abgrenzung machen können. Also die auch sagen, ich betrachte einen Status nicht verfügbar, zum Beispiel dann nach diesem Gesichtspunkt, war da eine Downtime, war da ein Acknowledgement. Also das, was wir quasi in den IDO-Utils-Sets gemacht haben, wenn das sauber funktioniert und sich das letztendlich auch so in den nächsten Monaten erweist, dass es stabil ist, ist, denke ich, eine gute Basis, um da einfach mehr zu machen. Das heißt, das Reporting so zu pimpen, dass man viele Möglichkeiten hat, mit Filtern und Parametern sich den Report rauszulassen, den man braucht, und es auch im Webinterface sofort anzuzeigen und einfach da eine Basis zu haben. Aber das ist so wie es jetzt da ist, funktioniert und funktioniert natürlich auch jetzt auf eine IDO, die vielleicht schon ein Jahr alt ist. Vorausgesetzt, IDO2DB ist so konfiguriert, dass er auch diese State History Einträge schreibt.
denn die sind gerade für diesen SLA, ist diese Isinger Status Tree Tabelle das die Datenquelle und die Daten müssen halt da sein. Oder man hat 10 Logfiles, dann kann man sie auch laden mit einem Befehl, der heißt also man kann sie auf jeden Fall laden. Also das geht, es gibt irgendein Kommando, weiß das jemand? Der gute Test? Ja. Also dann kann ich ja behaupten, dass es funktioniert. Kann keiner das Gegenteil beweisen. Vielleicht ganz kurz noch zu diesem Backend-Dialog. Was habe ich jetzt da gemacht? Der Dialog war früher so ein bisschen anders. Also die sich noch an das aktuelle Isinger Web erinnern können, das war so, dass es die User gab und unten waren diese ganzen Credentials angeordnet. Und das war teilweise ein bisschen kompliziert, weil man die einzelnen Credential-Gruppen immer dazu ziehen sollte. Das ist jetzt ein bisschen zusammengefasst worden. Das heißt, man hat hier entsprechend die Gruppen, die da sind und kann alle Credentials direkt hier vergeben. Das heißt, man sieht, welche Benutzer drin sind. Nach Host-Gruppen kann man berechtigen, nach Service-Gruppen kann man berechtigen. Nach Custom-Variablen kann man berechtigen, also zum Beispiel Kunde XY darf alle Server sehen, die in Rack 5 stehen. Ist so relativ einfach möglich. Gib einfach einen User an, sag, du darfst alle Rechner sehen, die eine Custom-Variable haben, in deinem RZ, in deinem Rack, wie auch immer. Und so kann man ganz, ganz einfach über eine klassische Host-Berechtigung hinweg granular die einzelnen Benutzer zuweisen und genau das sichtbar machen, was sie sehen sollen. Ja. Ja, ich wiederhole nochmal die Frage, ob man Hostgroups und Custom Vars in der Berechtigung mischen kann. Ja, das kann man. Man kann N-Berechtigungen hinzufügen. Also man kann sagen, die zwei Hostgruppen, die zwei Custom Vars plus die Servicegruppe. Das funktioniert. Also das sind alles additive Regeln, ne, die dazukommen. Ja, habe auch was Richtiges erzählt. Ja, funktioniert. Ja, selbes für die Benutzer. Ich denke ähnlich, man kriegt eine Vorstellung, wie das ausschaut. Da wird es auf jeden Fall einfacher gemacht, die Sachen zu berechtigen. Wir können gegen Active Directory, gegen den internen, wir können HTTP Basic authentifizieren, also alles, was man so braucht. Ja. Ja, also der Wunsch, dass man die Berechtigungen im AD auch verwenden kann, also die AD-Berechtigungen in Isinger, da weiß ich, wir haben neulich mal drüber gesprochen. Kommt zu 1.7? Also wird zu 1.7 kommen. Wenn der Janis das sagt, der muss es dann auch machen. Also das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, die Frage war immer wieder da und das, ja, wenn es zu 1.7 kommt, aber sagen wir auf jeden Fall dann im nächsten Jahr, die 1.7 ist anvisiert für den März und ich denke, da ist es dann mit drin. Also die Frage war hier Member of und die Antwort war automatisch Gruppen. Ich wollte es ja nur jetzt mal übersetzen, dass auch jeder mitgeht. Okay. Kerberos-Unterstützung? Immer nur wollen. Ich gehe nochmal 4 Folien zurück, einfach mitmachen. Aber Kerberos geht zum Beispiel über HTTP Basic, kann man Kerberos machen. Also man kann es Kerberos im Apache machen und einfach HTTP Basic rein. Ist vielleicht jetzt nicht so super elegant, aber funktioniert. Genau, also das ist zumindest eine Möglichkeit, dass man es anbinden kann. Okay, ich denke so viel zu Isinger Web. Ich springe nochmal zurück. Zu der Demo, was wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall machen? Wir wollen ein bisschen marketingmäßig unterwegs sein. Wir werden versuchen, wieder am Chemnitzer Linux-Tag zu sein. Da haben wir auch dieses Jahr ein paar getroffen, der Leute, die auch hier sind. Wir werden versuchen, wieder auf der CeBIT mitzumachen. Wir werden bei der GUG dabei sein. Und wir werden dabei sein bei der UK Unix User Group in Edinburgh. Da werden wir auch dabei sein mit Isinger, werden da einen Talk halten. Ja, da sind wir mal gespannt, was sich daraus ergibt. Wir haben eine Roadmap, wie bereits angesprochen, für 2012, das waren die Termine, die wir vereinbart haben in unserem Isinger Weekend, das wir hatten im Linux Hotel. Wir haben für den 1.3. die Version 1.7
avanciert dann für den Sommer die 1.8 und die 1.9 dann einfach wieder für den Herbst nächsten Jahres. Das sind quasi die Dinge, die versionsmäßig dastehen. Release für die 1.6 ist dann morgen. Ne? Dem steht, glaube ich, auch nichts im Wege. Es ist alles da, was wir brauchen. Das heißt, die kommt dann morgen. Was kommt noch? Wie geht's weiter? Wir wollen das Thema Business Process Integration irgendwie in den Core bekommen. Also dieses Thema, was ja jetzt mit Add-ons lösbar ist. Es gibt eine schöne Alternative von Matthias Kettner mit CheckMK, mit Business Process umzugehen. Es gibt eine Möglichkeit, auch in dem Schinken, glaube ich, Ähnliches zu machen, wobei ich es jetzt nicht im Detail parieren kann, wie es funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall was wir sehen. Der Bedarf ist einfach da, seine IT-Landschaft abstrakter und nicht nur Host- und Service-gebunden zu betrachten. Der Bernd Strössenreuter will da mithelfen, der Entwickler von dem BP-Add-on ist. Der will nächstes Jahr auf jeden Fall einsteigen. Wir werden irgendwann versuchen, im Frühjahr da mal eine Spec zu machen. Was muss da genau rein? Das wird mit Sicherheit auch kein schnell so sein. Also bis zu 1.7 wird es nicht geben. Ich weiß auch nicht, ob es nächstes Jahr geben wird. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass das ganz wichtig ist, dass wir das im Core sauber abhandeln können und einfach auch Geschäftsprozesse dort modellieren können und nicht irgendwo letztendlich mit einem Add-on doch auch ja, dran basteln. Das ist eine gute Lösung. BP-Add-on funktioniert, ist auch stabil. Man kann es mit Singer Web editieren, aber man kann es mit Sicherheit einfach besser machen. Wir wollen auf jeden Fall das Thema Performance angehen. In großen Umgebungen und letztendlich wollen wir auch dahin, dass die Leute das für Umgebungen jeder Größe in irgendeiner Form einsetzen, haben wir auf jeden Fall den Bedarf, da mehr zu machen. Das heißt, wir wollen die ganze Installation erweitern, wir wollen die Performance von dem Core erweitern und es soll einfach ein bisschen einfacher werden. Es gibt mittlerweile, wir haben einen Jenkins-Server auch aufgesetzt, es gibt die ersten eigenen Pakete, die wir machen, dass dieses ganze Installieren auch von dem Isinga Web einfacher geht. Paket installieren, es gibt mittlerweile Pakete für CentOS, glaube ich, und für Debian kommen sie demnächst. Die kann man sich dann auch runterladen, kann die installieren und fertig ist es. Also, dass dieser ganze Prozess, dahin zu kommen, einfacher wird. Bitte? Der Kurs soll den OMD, aber ich glaube, Sven, du weißt, aber ist, glaube ich, jetzt drin, ne? Nächste Woche. Ich mache es in 2 Tagen. Nee, also ich hab auch vom Jörg hat irgendwas gesagt, ist jetzt irgendwas mit drin. Okay, also in OMD kommt die Singer-Core auf jeden Fall mit rein. Auch da eine super Arbeit an der Stelle. Vielen Dank. One more thing. Das ist Singer-MQ-Thema. Wir haben das letztes Jahr angekündigt, da hieß es noch Aber. Keine Ahnung, ist uns kein besserer Name eingefallen. Dann haben wir den Workshop gemacht. Wir waren im Juni im Linux-Hotel und haben uns überlegt, wie wollen wir an dieses Thema ran. Also die Herausforderung, die wir sehen, ist, wir wollen an das Thema Check Load Distribution ran. Das geht so ganz klar in die Ecke, auch Modgearman, ganz klar. Wir wollen an das Thema API ran. Wir denken, dass wir eine API brauchen, aber wir wollten auch eine Basis schaffen für mehr. Das heißt, wir wollten weniger jetzt ein Add-on schaffen, zu sagen, wir können Checks distributen, weil wenn man das machen will, kann man Gearman nehmen, das funktioniert sehr gut. Wir wollten aber auch nicht nur irgendeinen API-Teil machen und wir wollten auch jetzt nicht nur irgendwas Zusätzliches bauen, wie man passive Checkergebnisse in irgendeiner Form submitten kann, sondern die Idee war zu sagen, wir suchen uns ein Framework, was uns die Arbeit abnimmt. Und haben uns dann so ein bisschen, nach bisschen Evaluierung dafür entschieden, das mit ZeroMQ zu machen. ZeroMQ ist ein Message-Queuing-Protokoll. Die Entscheidung dafür fiel letztendlich aus dem Grund, weil es ja für nahezu alle Systeme verfügbar ist. Es gibt für nahezu jede Sprache System in irgendeiner Form Libraries, was, sagen wir, mit einem RabbitMQ oder wie auch immer durchaus komplexer gewesen wäre, weil wir dann das Problem hätten, dass wir dem User nach außen das Thema Message-Queue hätten drüber stülpen müssen. Und genau das wollte man nicht, weil ich denke, der eine oder andere von Ihnen, wenn ich sage, Sie müssten jetzt eine Message-Queue installieren und dann noch was dazu, dann ein PA Tuxedo, sonst funktioniert es nicht, dann würde ich sagen, ja, mach mal selber. Also wir wollten letztendlich das Thema Message-Queue von dem Benutzer so ein bisschen verbergen, wollten aber den Kommunikationsdeck nicht selber entwickeln. Und deswegen lief dann letztendlich die Entscheidung auf dieses ZeroMQ raus, mit der Idee zu sagen, wir haben einmal die Möglichkeit, Check-Commands zu distributen, über verschiedene Ebenen hinweg, auch distributed und in Parent-Child-Beziehungen zueinander, wie es in einem Message-Queuing-Framework möglich ist. Wir haben eine Möglichkeit, NSCA in irgendeiner Form in die Tonne zu schmeißen, das heißt einfach an irgendeiner Stelle dieser Message-Queue zu sagen, ich habe einen Check-Result, schick's bitte an den Server. Und wir wollten letztendlich irgendwann mal, das muss man jetzt auch so frei sagen, weil es keine Roadmap dazu gibt, sagen, wir wollen eine vernünftige Core-API haben, die man einfach abfragen kann, die aber einen Standard hat mit XML-APC, wie auch immer das dann im Detail ausschauen wird, um Statusinformationen rauszukriegen und den Core vernünftig zu befragen.
Wie sieht es aus? Es gibt einen AsyncMQ Server, IMQ Mod heißt das Ganze. Der besteht letztendlich aus dem Event Broker Interface. Der hat eine libAsyncer. Die libAsyncer ist letztendlich eine Wrapper API und die ist dafür da, dass wir die Probleme nicht haben, die es auch in der Vergangenheit mit dem Nagios Core gab, wenn irgendwelche Methoden unten verändert werden, dass die API-Calls nicht mehr gehen. Das heißt, jeder, der in dem Core ein bisschen unterwegs ist, und ich bin es nicht, aber wenn man mal kurz den C-Code aufmacht, kann man es schnell erkennen, sieht, dass damit Funktionen rumgeschmissen wird und 40 Parametern. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig, das irgendwie zu handeln, zu steuern und darauf aufzubauen. Und die libAsyncer ist letztendlich nichts anderes als eine Zwischenschicht, um diese Kommandos in einem gewissen Standard zur Verfügung zu stellen. Und darunter kümmert mich sich dann darum, welches eigentliche Kommando in Asyncer aufgerufen wird. Es gibt die libMQ. Die libMQ basiert auf ZeroMQ und ist dafür da, diesem ganzen Message-Queuing noch so ein bisschen sowas wie User Privileges aufzudrücken. Single-Port-Kommunikation ist noch so ein Thema. ZeroMQ macht an sich für jede Queue, die es hat, auch einen Port auf. Aber das wird Ihnen jeder Firewall-Administrator um die Ohren hauen. Deswegen haben wir diese libMQ, die das bundelt, die später auch Encryption macht, die aber auch später sagen kann, an meinem Message-Queue-Endpoint XY hier unten kann sich nur der Benutzer Müller anmelden und der kann aber auch nur API-Calls machen. Der kann keine Check-Ergebnisse transmitten und der kann auch keine Checks ausführen und keine Events subscriben, aber der kann Check-Ergebnisse eintüten. Und genau diese Schicht an Berechtigung, die ist in diesem libMQ passiert. Wie es quasi in der Extended weitergehen soll, ist die eine Möglichkeit zu sagen, ich kann einen Check requesten, kann den dann so einen AsyncMQ-Broker schicken, der aber gleichzeitig Checks ausführen kann, der aber auch sagen kann, ich route es an eine andere Queue weiter. Man muss sich das zum Beispiel vorstellen, zu sagen, ich habe ein weltweites Monitoring und ich habe auf Kontinente verteilt noch einen Monitoring-Server und aber vielleicht dort irgendwo in einem RZ einen Server, der nur das überwachen kann. Und genau das ist der Ansatz. Das heißt, einen Check in eine Message Queue reinzuschmeißen und sobald ich hier den Broker hochfahre und sage, ich bin RZ4 in Paris, dann sagt er dem Zentralen in Europa, ich habe einen in Paris, der hört und weiß quasi zielgerichtet automatisch, indem quasi so Button-up die Queues aufgebaut werden, dass es da unten einen gibt, der den Check entgegennimmt. Also es ist kein zentralistisches Konzept, das alles an einem hängt, sondern vom Prinzip kann jeder Broker mit jedem anderen kommunizieren und weiß automatisch, durch das, dass er sich in so einer Queue subscribed, was da läuft. Dieselbe Idee dahinter ist, auch die API anzubinden. Obwohl die Logik der API letztendlich da oben sitzt, kann ich an jeder Stelle an diesem Broker auch ein API-Kommando absetzen. Das heißt, ich kann irgendwo in dieser Message Queue sagen, gib mir jetzt einen Status aller Hosts. Dann geht letztendlich ein API-Kommando in diese Queue, wird über die Message Queue-Ebene nach oben geleitet, kommt wieder runter und dann bekomme ich mein Ergebnis. Aber wie gesagt, nicht zentral in der direkten Kommunikation, sondern alles über die Queue. Und im nächsten Schritt auch ein Check Result zu transmitten. Also sei es, ich habe einen Client, der das kann, vielleicht geht es dann Richtung NS Client mal weiter, dass man da direkt Results zum Beispiel reinstecken können. Aber einfach die Idee, direkt Results in irgendeiner Stelle in die Queue zu schmeißen und sagen, bitte an Server übermitteln. Also was ist es? Load Distribution zum einen. Es gibt ein Automatic Failback auf dem Core, das heißt, sobald unten alle Queues weg sind, fängt der Core wieder selber an, das Monitoren. Das heißt, der Core bekommt automatisch mit, es gibt keinen, der das ausführt. Es gibt einen Authentication Provider, den gibt es im Moment nur so ein bisschen. Und es gibt auf jeden Fall eine Architektur, um einfach distributed verschiedene Komponenten zusammenzustecken. Ja. Also die Frage ist quasi, ob man das System auch über diese Message Queue von verschiedenen Stellen überwachen kann. Ich sage mal, Stand heute ist die Idee zu sagen, ich kann in der Queue genau mitgeben, welcher Check wo passieren soll. Also nach Custom Variable Host Group, wie auch immer das geht. Vom Prinzip müsste man den Check zweimal definieren. Das ist letztendlich zwar genau das Vorgehen, was man heute auch schon macht, aber vom Prinzip ist das fast zwingend notwendig, weil man auch zweimal notifizieren möchte. Also ich denke jetzt an einen Webserver, den ich von meinem eigenen RZ überwache, aber ich sage, ich möchte denselben auch nochmal überwachen aus Uganda.
Und da möchte ich aber vielleicht auch unterschiedlich notifiziert werden, ne? Weil von mir ist er noch verfügbar. Oder ich stecke das Ganze dann übergeordnet wieder in einen Business Process und sage, wenn der auf beiden Seiten nicht erreichbar ist, dann ist es tot. Aber an sich, das ist jetzt nicht unbedingt die primäre Aufgabe der Message Queue, zumindest so, wie es ich verstanden habe. Okay, und jetzt möchte ich das auch mal zeigen. Jetzt wird's lustig. So. Vielleicht nochmal vorneweg, es gibt ein Git, Isinger MQ, da kann man sich alles runterladen, es gibt keine Release, es gibt nichts zum Downloaden, kein Paket, weil wir einfach so weit noch nicht sind. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen. Das heißt, wir haben das Git, ich hoffe, dass ich es jetzt auch wirklich funktionabel zeigen kann, aber es wäre einfach vermessen zu sagen, wir haben das in irgendeiner Form vernünftig einsetzbar. Die Checks laufen gut. Ich denke, wir werden im ersten Quartal nächsten Jahres da wirklich gute Fortschritte erzielen, aber Stand heute gibt's kein fertiges Paket. Ich wollte es jetzt nur mal zeigen, wir haben eine Isinger Classic, ich habe mit dem Perl Libraries vom Sven einfach da mal ein paar Dummy-Services generiert, die das checken, um einfach zu sehen, dass hier Checks executed werden. Man sieht auch, dass die quasi die ganze Zeit erfolgen. Wir haben hier irgendwie jetzt, ich habe noch 10 Minuten bis zum Ende, das wird lustig. Wir haben die Checks, die quasi im Moment aktiv vom Core passieren. Ui, der Nei. Ui. Ja, also, ich habe zwei virtuelle Maschinen, also die laufen wirklich, eine Virtual Box und davon habe ich zwei. Die eine läuft hier, das ist quasi jetzt der Isinger Core, der Masterprozess, der jetzt im Moment seine Checks eigenständig macht. Was gibt es da als Kommandos dazu? Es gibt einen API-Test, weil da will ich einfach mal zeigen, wie diese API funktioniert. Es gibt einen Broker-D, der genau dafür zuständig ist, diese Checks zu machen. Und es gibt noch so ein Event-Client, da kann man einfach sehen, dass man sich an beliebigen Stelle in dieser Queue auch subscriben kann. Und es gibt einen Core. Schwupp. Was gibt es dahinter? Vom Prinzip gibt es einen Autoconf, der das Ganze installiert, auch mit Make-Install an den Platz bringt. Es gibt einmal ein Module, das ist dieses Thema auch in den Core-Erweiterungen, die ich angesprochen habe, diese Module-Definition, IMQ-Mod, vom Prinzip nichts anderes als der Pfad zu der entsprechenden Library und dem Config-File dazu. Da ist quasi der Message-Queue-Server-Prozess definiert. Das gucken wir uns mal an. Das ist denkbar einfach im Moment noch. Es gibt einen Port, also ich sage, auf welchem Port hörst du? Und es gibt einen Verweis auf User Credentials. Da steht im Moment ein User und ein Passwort drin, Admin Change Me. Das wird auch angezogen, um einfach zu prüfen, ist auch unten ein Broker berechtigt, sich dahin zu verbinden. Das heißt, ich kann im Moment lediglich definieren, auf welchem Port geht es auf und dann macht er das. Das Module ist geladen, ich habe das quasi mit dem Isinger Start aktiviert, dann ist es da. Und jetzt gibt es einen Broker, der da läuft. Es gibt eine Broker Config. Diese Broker Config ist an jeder Stelle, wo Sie quasi so ein Isinger MQ-Teilchen installiert haben in dem Netz. Der sagt zum einen, wohin connectest du dich? In dem Fall ist es jetzt Localhost, weil ich sage, den ersten möchte ich aktivieren auf dem eigenen Host. Den Port dazu, Username, Passwort. Dann kann ich sagen, willst du selber Checks machen? Also führst du selber Checks aus oder bist du nur Broker? Also bist du nur Kommunikationsmedium in meinem Verbund oder machst du selber was? Ich kann sagen, wie viel er concurrent machen soll. Und ich kann sagen, bist du eben selber wieder Broker. Das heißt, die Komponente ist, wenn man so will, eigentlich immer alles. Sie ist Transportmedium, um API-Requests nach oben zu schießen. Sie kann selber Check-Kommandos ausführen. Sie kann aber auch einfach letztendlich Queue-Vermittler spielen und Requests von links nach rechts schieben. Ich sage, Checks will ich enablen. Broker brauche ich nicht. Und den Broker-Port, den kann ich selber wieder aufmachen, weil ich sage, ich möchte selber wieder Server sein für jemand anders. Und vom Prinzip, nachdem sich jede Queue an seinen Vater subscribed, kann ich da 10 Ebenen untereinander hängen. Das ist eigentlich vollkommen egal, wie ich das verbaue. Und der Benutzer muss sich aber eigentlich nicht um dieses Message Queue an sich kümmern. Kann ich dann auch zwei IKingas haben und der Worker oder wie ihr das auch noch nennt, der connectet sich zu beiden, kann ich beide Jobs kriegen?
Nein, das geht nicht. Also die Frage war, ob ich quasi von einem Broker mich an zwei Daemons verbinden kann, das funktioniert nicht. Oder funktioniert? Nee, also jetzt funktioniert es noch nicht. Ich weiß nicht, braucht man das? Macht das Sinn? Ja, aber da hätten wir quasi einfach einen zweiten Broker woanders. Weil ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache die Checks selber, wenn mir der Broker wegfällt, füge ich selber oder ich verbinde mich wieder zu jemand anderem. So quasi, sobald kein Broker mehr subscribed ist, fängt der Core wieder selber zu checken an. Wenn du aber drei Broker an einen Core bindest, was du machen kannst, oder vier oder fünf, dann wird quasi per Anycast einfach wird's verteilt. Also du kannst quasi auch auf fünf Maschinen an einen Core den Broker dranhängen und dann kriegt einfach jeder die entsprechenden Checks ab. Aber vielleicht habe ich jetzt auch irgendeinen Denkfehler drin, kann auch sein. Wird schon gehen. Okay. Es gibt noch keinen Daemon dazu, aber ich werde einfach das mal anstarten, dann sieht man das. Ich starte einfach mal diesen Broker, verweise auf das Config-File und dann sieht man, dass der die Checks bekommt. Das heißt, er bekommt erstmal alle Check-Events, die werden jetzt auch von dem Broker auf dem System ausgeführt. Das heißt, der einfachste Use Case wäre jetzt zu sagen, die Fork-Performance von meinem Core reicht mir nicht aus, ich möchte das extra machen in einem externen Prozess, der das vernünftig skaliert, dann ist das quasi das einfachste Szenario. Ich hänge mich quasi an die Queue ran und sage, ich möchte alle Checks bekommen. Jetzt laufen die, jetzt bin ich in meiner VM, also das ist jetzt auch eine andere Maschine, sage ich, da möchte ich auch noch ran. Dann habe ich quasi auch den Server definiert, quasi andere Seite, der Port, wieder User-Passwort, ich sage, ich möchte auch Checks machen, parallel möchte ich vielleicht 50, oder was habe ich jetzt wieder? Upsala. Ah, Hark. Glump. Ha? Nicht schlecht. Dann kriege ich quasi auch die Checks. Dann halbiere ich das. Wenn ich jetzt an den Broker wiederum einen dranhänge, dann kriegt der auch die Checks weiter und leitet ihn in der Message Queue einfach weiter. Das Beispiel ist jetzt so, kann ich es beweisen? Ja, nicht wirklich. Also die Checks werden ausgeführt. Ich könnte mich auf der Maschine mal einloggen. Hätte ich vielleicht nicht 50 parallel machen sollen, oder was? Ah ja. Macht nichts. Habe ich was falsch gemacht? Vermutlich. Ja, also man sieht es, er führt quasi auch wirklich die Checks aus, schreibt sie wieder zurück. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, naja, genau das ist das, was ModGMan letztendlich auch macht. Wobei, Sven, korrigiere mich, wenn sie es technisch anders macht. Wahrscheinlich macht es Stand heute besser, weil die einfach weiter sind. Aber das an sich, Checks zu verteilen, das gibt es so, ganz klar, das muss man auch sagen. Aber was wirklich wichtig ist, das Konzept ist ein anderes. Wir wollen die Message Queue quasi als Trägermedium nehmen für alles, was man sonst noch in dem Bereich verbrechen kann. Und Checks sind halt quasi so die erste Adresse. Das ist das, was jetzt auch Stand heute implementiert ist, was auch funktioniert. Aber es geht quasi auf demselben Framework noch ein bisschen weiter. Was ich zum Beispiel auch machen kann, und sehen Sie uns nach, das ist letztendlich nur der Test, aber auch das wird quasi, ist zum Beispiel eine Liste zu sagen, ich möchte alle Host- und Statusinformationen. Auch das kann man natürlich aus der Datenbank lesen, das kann man auch mit einem Live-Status machen. Technisch ist es aber wirklich so, ich setze den API-Request ab, setze den Request an den Core in die Message Queue. Der wird über beliebig viele Ebenen an den Master übertragen, steckt es ein, ermittelt das Ergebnis und steckt es über die Message Queue wieder zurück. Das geht auch, wenn Sie es über drei, vier Ebenen machen, sehr, sehr schnell. Es ist auch insoweit stabil, dass wenn in irgendeiner Form eine Nachricht nicht transportiert werden kann, dass es Buffermöglichkeiten gibt, also das auf Platte zwischen zu persistieren und dann quasi, wenn die Message Queue-Verbindung wieder da ist, auch weiterzuschicken. Damit Sie auch sehen, dass das auch wirklich funktioniert, ändere ich jetzt mal den Status. Also Router 4 was up,
aber nicht mehr lang. Fupp. Fupp. Gut. Weg. Tot. Es könnte jetzt auch ein Printf sein, zugegeben, ja? Ist es aber nicht. Es ist ein kompilierter Printf. Nein, ist es auch nicht. Es ist wirklich die Anfrage in die Message Queue. Was gibt's noch? Und das so ein bisschen einfach zu verstehen, was der Potenzial letztendlich dahinter steckt, was wir auf jeden Fall sehen. Ich kann mich quasi auch an alle Events subscriben, die kommen über den Core, kann die berechtigen und kann sagen, Benutzer XY kann alle Notification-Events über die Queue abrufen. Egal an welcher Stelle er ist, kann sich subscriben und sagt, ich habe zum Beispiel bei mir in der Firma einen zentralen Rechner, der SMS verschickt oder Voice Alerts macht. Dann kann ich mich an Notification-Events subscriben und sage, ich möchte alle Notification-Events bekommen. Dann bekomme ich die durch meine verteilte Infrastruktur mitgeteilt und sehe diese Events. Das heißt, auch da wieder sage ich, wo ist mein Server? Und jetzt sehe ich, dass quasi alle Events da kommen, das sind jetzt hauptsächlich Checks, quasi da vorbeilaufen. Das heißt, jeder Event, der gemacht wird, wird innerhalb von 10 ein JSON-Objekt gesteckt, wird so in diese Message-Queue eingelegt und ich kann mich quasi in alle Events subscriben, kann mit denen dann was machen und da weiterarbeiten. Aber der Grundgedanke ist letztendlich wirklich auf der Basis dieses Frameworks da weiterzugehen. Also nochmal zusammenfassend, wo wir stehen. Ich würde sagen, Checks im Testumfeld, ja, mal probieren, produktiv. Auf jeden Fall nein, weil da ist es einfach zu schlecht getestet, Stand heute. Ich denke, da wird noch ein bisschen Energie reinfließen in das Thema. Aber ich denke, Ziel sollte auf jeden Fall sein, dass wir das nächstes Jahr in irgendeiner Form zur Produktionsreife bringen, das ganze Thema. Bitte? Was war das? Heute Abend. Ja, vielleicht müssen wir Sven nochmal zusammenschließen, dann kriegen wir es morgen noch zusammen irgendwie. Also da müssen wir hin, da wollen wir weiter arbeiten, aber einfach das Isinga MQ als Basis dafür sehen. Ja. Also nicht wirklich. Also wir sind nicht auf den Entwickler zugegangen, der Sven, den wir ja durchaus kennen, wobei das weniger, also ich sage es jetzt mal aus meiner Brille, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Meinung ist, für die wir alle stehen, meine persönliche Sicht war, dass das Giemen ja auch von Leuten eingesetzt wird, die bei uns im Isinga sind. Das ist ja keine Frage, weil Giemen für Isinga gut läuft. Wir wollten aber mit Isinga eine Komponente haben, die eben nicht nur diese Check-Execution-Problematik löst. Und das ist letztendlich das, was du ja machst, ne, mit Giemen, also Checks verteilen. Also sag ruhig, wenn ich was Falsches sage. Ich will nicht, dass dann jeder am Abend sagt, um Himmels Willen. Aber sag mal, mein Gott, das sagt nochmal der Franke, sagt passt schon. Das ist, also klar war Giemen für uns verstanden, Check Execution, also Load Distribution, dafür macht es einen guten Job. Und wir wollten nicht Mod Giemen nachprogrammieren, das wollten wir genau nicht machen. Also weil das ist gut, sondern wir wollten was machen, wo wir sagen, wir haben ein Framework, wo man auch Checks distributen kann, aber was auch API sein soll, was später Notifications distributed, wo man Events verteilen kann, wo man quasi sämtliche Kommunikation, die ein Monitoring-System macht, bis vielleicht mal weitergesponnen, Traps an irgendeiner Stelle einsammeln und wieder weiterschicken, abbilden können. Also auch wenn der Test-Case, sage ich jetzt vermutlich eher, jeder sagt, das war wie Giemen, aber das Konzept dahinter ist eigentlich ein komplett anderes, weil wir eben ein Message-Queue einsetzen, um eine Basis zu haben für alles, was als Event, Message, Performance-Daten, später vielleicht auch mal Anbindung an eine Datenbank, Anbindung an einen Graphen zum Beispiel, wo man direkt aus der Message-Queue Performance-Daten an den PNP zum Beispiel stecken kann, ist sehr, sehr simpel zu bauen, der Adapter. Und das ist die Idee dahinter. Ja, bei dem, ich glaube, bei dem Mod Giemen, aber
vielleicht dann trotzdem auch nochmal, Sven, wenn du was sagen willst, gerne frei, ist natürlich, dass Mod Gimen auf Gimen aufsetzt. Und Gimen ist ja an sich auch ein eigenes Framework, was genau zur Lastverteilung gemacht ist. Das ist letztendlich... Ich kann es im Detail, weiß ich es schlichtweg einfach nicht. Also muss ich ehrlich gestehen, kann ich nicht beantworten. Aber Gimen ist letztendlich auch wieder ein eigenes Framework von eigenen Leuten entwickelt und Mod Gimen setzt auf dieses Framework Gimen auf. Und ja, vielleicht hätten wir es auch verwenden können, theoretisch. Aber uns war schon, man muss natürlich sagen, weniger, dass wir es nicht hätten verwenden können, damit hätte ich jetzt überhaupt keinen Schmerz, ist natürlich auch wichtig, dass wir im Projekt eine verlässliche Komponente hat, die verlässliche nicht in Bezug auf stabil, sondern wo wir sagen, die können wir auch mitgehen. Also da können wir mitsteuern, haben wir auch Einfluss drauf, was kann das Ding, wie können wir das testen. Und ich kann natürlich jetzt, oder wir können nicht sagen, Sven, mach mal das und das und das, sondern er macht es halt, wenn er Lust hat oder nicht. Und wir können natürlich im Zweifelsfall unsere Pace da selber gehen. Das heißt, wir wollen natürlich als Basis von so einem Message Queuing Framework, wenn wir alle anderen Komponenten ranflanschen und ich habe quasi in der Mitte, ich hoffe, dass ich das jetzt einfach richtig wiedergebe, was ich mir denke, irgendeine andere Komponente und der Sven sagt, jetzt unterstütze ich das nicht mehr, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich alles andere da dran geplanscht habe. Also so ein bisschen eine Bindung zu dem Add-on ist natürlich auch da. Das muss natürlich an der Stelle auch funktionieren. Also vom Prinzip ist es. Und ich meine, klar, also die schauen wir uns an. Wir haben Nagos, wir haben Isinga, wir haben Schinken, wir haben, was es sonst noch alles gibt. Andererseits denke ich mir auch, es ist halt, wie es halt auch viele Linux-Distributionen gibt. Ne? Also diese Competition, die macht uns, glaube ich, in Summe auch wieder besser. Und ich meine, wenn im Gmail-Umfeld was Tolles passiert, dann schauen wir es uns an. Ich denke, in der anderen Richtung guckt man auch, was treiben die so. Ich glaube letztendlich, die Community ist auch wieder deswegen so stark, weil es genau diesen Wettbewerb gibt. Weil wenn es diesen Wettbewerb und die Add-ons nicht gäbe, dann gäbe es halt alle Nagios Classic ohne Add-on und es hängt uns halt zum Hals raus letztendlich. Ja? Weil jeder sagt, das kannst du deinem Hund geben, ich brauche mehr. Ja? Das heißt, ich glaube, die Competition macht uns alle besser. Und was glaube ich, in dem Nagios Nasinga-Universum hat heute jemand gesagt, irgendwie, dass es irgendwie eine Gutartigkeit hat. Also man lebt miteinander. Der ein oder andere setzt ja die Add-ons vom anderen auch ein und ich glaube an sich, dass für den, der es letztendlich einsetzt und sagt, egal auf was für ein Framework die developen, wie immer die das machen, für mich kommt ein gutes Ergebnis dabei raus. Und das, glaube ich, erreichen wir in Summe dann wieder schon. Egal, ob jemand sagt, ich mache Live-Status, ich mache Truck, Gearman, was immer das auch gibt. Und am Strich soll sich jeder das raussuchen, wo er sagt, das ist das, was meinen Ansprüchen gerecht wird. Aber ich glaube, durch die Competition werden in Summe alle Tools einfach besser. Jetzt muss ich... Ja. Geht ja schon wieder nicht. Kommt von dir noch was oder wollen wir gleich zur Fragestunde übergehen? Weil habe ich schon überzogen? Natürlich. Ja. Du könntest dich als Wetten, dass Moderator, also doch irgendwie. Ich mache es nicht. Hier. Dann machen wir jetzt gleich aber, ja, Fragen. Entschuldigung. Und ich übergib mal. Ja, meine Frage ist einfach mit dem iKinga MQ. Habt ihr das von vornherein auch so designt, dass, ich denke mal, damit kann man jetzt relativ große und komplexe Umgebungen aufbauen. Wie du eben schon sagst, ist Standort Europa, Paris, wie auch immer. So, das wird ja dann aber alles von meinem iKinga-Prozess gesteuert, der auf einer Kiste läuft. Nehmen wir jetzt mal Worst Case an, die Kiste brennt mir ab oder ein Meteor stürzt drauf oder was weiß ich was. Mit dieser Konstruktion, die ihr euch da erdacht habt, ist es denn theoretisch möglich, dass irgendwie später, dass man auch zwei Master hat und die sich gegenseitig auch mit überwachen? Und wenn nicht, ab Mod Gearman irgendwie in diese Richtung irgendwelche Ideen hat, also um Synergien zu nutzen? Vom Prinzip, so wie ich es jetzt wieder verstehe, mit meinem beschränkten Wissen, wenn der Treiber, also der, der die Checks letztendlich einfach scheduled, wenn der stirbt, dann ist er nicht primär erstmal tot. Und dann ist die Frage, wie behelfe ich mir diesem Fall? Also löse ich das mit Standardmitteln? Ich habe ein Cluster, ich habe eine VMware, die ich mit vMotion von links nach rechts schiebe, wie auch immer. Oder habe ich zum Beispiel einfach Distributed Monitoring Architektur und sage, ich habe da einen Server, der einen Teil der Config macht, ob dann mit Gearman, Isinga, MQ, was auch immer, und sagt, wenn der Master tot ist, dann kann der seine Checkergebnisse halt nicht zurückreporten, aber queued dazwischen und sobald der Master wieder da ist, überträgt er die Ergebnisse, damit ich zum Schluss letztendlich auch wieder ein SLA habe. Denn das eine ist ja genau zu sehen, ist der Server, also Availability Monitoring im einfachsten Fall, tot oder lebend, das ist ja das eine,
Aber das andere ist, denke ich, auch konzeptionell müssen wir einfach das auch erreichen, dass keine Daten verloren gehen. Also auch wenn der Master abkackt, dass irgendwo drunter noch einer checkt und sagt, okay, die Ergebnisse hebe ich mir auf und wenn du wieder da bist, schicke ich sie dir. Da ist doch der Ansatz, den Merlin zum Beispiel verfolgt, wesentlich, wie ich finde, attraktiver, weil man zum Beispiel hingeht, man hat diverse Ikinga oder Nagios Host, die auf demselben Level spielen, man kann direkt Load Balancing darüber machen und wenn einer von denen ausfällt, dann machen halt die restlichen die Arbeit immer noch. Und wer executed die Checks? Verteilt, alle selbst, alle untereinander. Aber irgendjemand muss ja Owner sein oder checkt jeder denselben Host x-mal? Nee, Moment mal. Also ich glaube nicht, dass Merlin das anders macht. Weiß das jemand? Wenn Merlin die Zentrale abkackt, ist der tot, oder? Naja, wenn ein Merlin abkackt, dann übernimmt der andere komplett. Wenn man zwei hat. Einer stürzt ab, dann schickt der andere 100%. Die machen untereinander, die gucken, wie viele Merlin sind vorhanden, okay, beziehungsweise wie viele iKinga-Prozesse sind vorhanden, machen dann schauen, wie viele Checks müssen sie machen, machen eine Lastausteilung, Lastverteilung, aber sobald einer von denen weg ist, übernehmen die restlichen die übrige Last. Die merken dann einfach, der Check ist beauftragt worden, aber nicht ausgeführt worden. Aber den Check beauftragen tut letztendlich ein Core oder mehrere? Beim PHP nimmt jeder Merlin hat seinen eigenen Nagios-Core. Ja, aber da gibt es der Punkt, jeder hat seinen Core und der executed und schmeißt ihn Merlin rein. Und wenn der Treiber defekt ist und ein anderer hat den Check nicht konfiguriert, dann checkt er den auch nicht mehr. Ach, du hast dann vier Cores mit vier gleichen Configs. Ja. Auch cool, ja. Ja, keine Ahnung, hallo. Ich weiß nicht mal, wo daheim die Kartoffeln sind. Ja. Kannst du, also sag mir nichts. Da hilft mir jetzt natürlich auch wieder keiner. Ja. Die denken schon alle, ja, Abend-Event, 19 Uhr, hört ihr endlich auf. Ja, dann komme ich mal der rüber. Der kann was zum Bus sagen. Wir laufen aber zur Abend. Ja, wollte ich gerade sagen, wir gehen doch zu Fuß. Naja, also keine Ahnung. Dieses korrigiert mich, falls ich jetzt gerade was Falsches erzähle, ist, aber das ZeroMQ ist ja nicht nur in C verfügbar, sondern es ist halt natürlich auch in Perl. Es gibt Perl-Libraries, es gibt PHP-Libraries und es war einfach, oder es ist mit einer Idee, ich habe einen Enterprise Service Bus, sag ich mal, also einen Bus, der mit den ganzen Isinga Brokern und was ich alles am Laufen habe, kommunizieren kann und wenn ich Entwickler bin und ich habe irgendwie eine Applikation geschrieben in PHP oder auch in Perl und sowas, dann kann ich einfach mich mit der Perl-Library auch an diesen Bus connecten und kann auch meine Informationen, ohne dass ich irgendwelche Checks ausführe, vielleicht direkt aus der Applikation ausführen lassen und in die Queue schmeißen das Ergebnis, ohne dass ich jetzt irgendwelche Checks bauen muss, sondern ich kann im Endeffekt in der Applikation selber schon Checks einbauen und diese Applikation schmeißt dann die Ergebnisse nur auf diesen Bus und dann geht das direkt an den Isinga Core und fertig. Also ich habe nicht nur die Möglichkeit, direkt zu verteilen, sondern auch eigene Applikationen zu schreiben, ob es in Java, PHP, Perl ist, und die direkt an den Bus ranzuhängen. Fertig. Vielleicht nur ein Wort jetzt dazu. Ich meine, das kann auch wirklich sein, dass Merlin das an der Stelle gut macht. Keine Frage. Ich meine, der Andreas Eriksson programmiert ja auch, glaube ich, schon seit 4 Jahren dran rum. Oder länger. Keine Frage. Also vielleicht sind die an mancher Stelle auch wieder weiter. Die haben auch ein sehr schickes Datenbankschema, zum Beispiel in der Merlin-Datenbank. Keine Frage. Also ich nehme jetzt nicht für mich in Anspruch, und ich denke, da kann ich jetzt für alle sprechen, dass das das Geilste ist, auf das alle gewartet haben. Aber ich hoffe, dass es das irgendwann ist. Ja, doch, das würde ich schon sagen. Also es ist im Moment auch nur eine Basis geschaffen und andere Tools sind schlichtweg einfach weiter. Aber das Einzige, was ich quasi versuchen möchte, dass man das Konzept dieser Message Queue versteht. Dass man einfach sagt, was kann man da alles dran machen? Ganz klar, dass andere Lösungen, die heute ähnliche Dinge machen, sind schlichtweg weiter, sind länger am Markt, sind erprobt. Keine Frage, da haben wir den Anfang erst gemacht. Geht? Ja, wunderbar. Ja. Also die Idee mit dem ESB hattet ihr ja vor zwei oder drei Jahren schon mal angedacht. Und ist ja auch sehr gut, weil du extern ja sonst auch total schlecht an Daten rankommst. Mhm. Die Frage sich dazu stellt, wenn ihr den Event Broker benutzt, müsst ihr da stark am Core rumfuschen? Auch so ein bisschen suffisant in die Ecke reingefragt, wie weit entfernt ihr euch denn jetzt von Eason sozusagen? Also vom Prinzip ist es so, dass das ein NAP-Modul ist und es wird gegen die Header-Files von Isinga kompiliert. Das würde vom Prinzip auch gegen die Header-Files von Nagios gehen. Also am Core muss ich jetzt an der Stelle nichts rumfuschen. Wie weit wir uns von Eason entfernen, weiß ich nicht. Also nach wie vor ist unser Anspruch, dass wir 100% kompatibel zu dem bleiben. Aber das an sich
dann machen wir nichts am Core. Was wir letztendlich alle haben, und das haben letztendlich an die anderen Frameworks auch, sei das jetzt vermutlich dann Geermin oder auch Merlin, dass irgendwann in der Ergebnisverarbeitung der Core nicht mehr performt. Also das ist letztendlich ja auch das, was man da immer wieder hört. Egal wie quasi ich unten den Hahn aufdrehe, irgendwann sagt der Core, weiß ich nicht. Und der braucht so lange, bis er sein Checkergebnis verarbeitet, dass er quasi das nächste schon wieder ausführt. Und das ist letztendlich ein Problem, das treffen wir mit Isinger Stand heute genauso. Also egal, das ist letztendlich wie im Performance-Tuning, egal welchen Bottleneck wir dann so lösen die nächsten Jahre, werden wir immer wieder an irgendein Problem stoßen. Und das Problem, was man gut provozieren kann, ist ganz klar, wenn ich da 200.000 Service-Checks raushaue, dann kommt der Core Stand heute irgendwann nicht mehr nach, die zu verarbeiten. Und das ist die nächste Stelle, wo man, denke ich, auch was machen muss. Also wenn das gut funktioniert und ich sage, ich kann mit einer Maschine Checks exekuten bis zum Umfallen, dann muss ich mich natürlich darum kümmern, dass ich die wieder verarbeiten kann. Das heißt, dann muss man an der Stelle auch im Core was machen. Und spätestens dann, denke ich, sind wir an der Stelle, wo man dann auch in Isinger sagen muss, okay, was machen wir jetzt? Wie können wir das Problem dort lösen? Ich denke nicht, dass man eine Kompatibilität deswegen brechen muss, nur weil man das besser verarbeitet. Ich habe aber auch keinen Schimmer, was Eason macht. Und wer hat es schon? Das ist ja genau das Problem. Ja. Ich meine, der hat hier 3 Jahre dieselben Folien gezeigt und hat gesagt, im März kommt's. Ich weiß es nicht. Also, das stimmt. Der nächste März kommt bestimmt. Also ich habe keine Ahnung. Eine Frage, die ich noch dazu habe, ihr ein bisschen rumgespielt, was der Bus so bringt. Weil von extern ist natürlich für viele interessant, von extern tatsächlich an eine vernünftige API sich anzubinden und Daten rauszuholen, die auch relativ groß sind. Habt ihr da mal irgendwie gespielt, sag ich mal, und mal Datenmengen rausgeholt, wie Logs oder Hosts oder Services oder so? Mal größere? Mit dem Zero MQ jetzt? Ja. Also mit dem Zero MQ weiß ich es schlichtweg nicht. Der Gunnar hat es gemacht, der ist aber, glaube ich, nicht da. Weiß nicht, ob es Absicht ist. Der hat es auf jeden Fall getestet. Der hat gesagt, das ist alles gut, aber... Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, aber es ist einzig ein sehr, sehr schnelles, schlankes Protokoll. Vielleicht nur ein Wort, dann bin ich auch ruhig langsam, zu dem ESB. Wir hatten vor Jahren mal dieses Thema auch mit dem Juli-ESB, weil es gibt ja ganz viele Ansätze, das zu machen. Das Problem ist, wenn ich heute, und ich denke jetzt mal, da trete ich keinen auf den Fuß, ich denke dem Großteil der Nagios-Isinger-Administratoren, wenn ich sage, ich muss dich jetzt noch um einen Java-basierten ESB kümmern, um ein Mule oder ein RabbitMQ, dann sagt er, schleich dich, ich habe genug Probleme, das brauche ich nicht. Und das ist einfach das Problem, wo wir sagen, vom Prinzip ist das jetzt irgendwie so ein bisschen Server-Client, so guckt es ein bisschen aus, ist es aber nicht. Aber ich glaube trotz allem, dass das der ist, der außen damit arbeitet, der braucht das. Der sagt, ich habe einen Port, einen User-Passwort, da kann ich mich hinverbinden, vielleicht noch Encryption, ja, nein. Aber wenn sich jemand quasi dann noch in eine Message-Queue-Architektur einarbeiten muss, damit er seine Checks verteilt kriegt, Dann haben wir, glaube ich, auch irgendwas falsch gemacht, weil ich glaube, das würden die Leute auch nicht annehmen. Und ich denke, spätestens, wenn ich mir überlege, dass irgendein Tomcat wohl laufen müsste mit einem ESB, um da Checks zu durchzujagen, so viel Bier kann ich gar nicht auspacken links, dass die Leute da bleiben. Also das ist keine Chance. Also ich glaube, das wird einfach nicht akzeptiert. Also ich glaube, wir müssen das Message-Queuing auch wirklich verstecken und sagen, wir können alles damit machen, aber du kriegst das nicht wirklich mit, sondern es läuft einfach. Gibt es sonst noch Fragen? Meldung? Nicht? Bernd, dann bist du fertig. Ja. Bevor jetzt wieder.